Vishamahasta Uttita Parshvapada Upaveshasana ist eine Stellung, die zu den Hüftbeugern gehört. Du hast Vishamahasta, also die beiden Arme sind unterschiedlich, aber ein Arm ist Uttita, eben aufgestellt, und Parshva ist der das Bein zur Seite. Also Vishamahasta, die Arme sind etwas unterschiedlich, wobei Vishama auch etwas zu tun hat mit Entspannen und Loslassen. Und du hast ein Bein zur Seite aufgestellt, das andere ist ausgestreckt, und dann hast du einen Ellbogen auf dem Boden und den anderen Unterarm auf dem Boden. Diese Stellung erscheint ganz entspannt, und sie kann ja auch ganz entspannt sein, aber sie ist eine gute Hüftöffnerübung und eine Übung, die gut ist für die tiefen Bauchorgane. Eine Übung, die dir hilft, die Lotusflexibilität zu entwickeln und auch die Grätschflexibilität.